denke ich an Hanau, dann denke ich daran, dass es auch Menschen hätten sein können, die ich kenne, die auch in Hanau leben und die dort auch an den Orten unterwegs sind, wo der rassistische Mord stattgefunden hat. Dann atme ich tief durch und sage zum Glück. Denke dann aber an die vielen anderen, wie die Schwester von Hamza Kurtovic oder die Mutter von Ferhat Unvar, die nicht sagen können, zum Glück.